Der Cut ging schnell, tatsächlich. Willkommen zurück, Let's Play Horizon Zero Dawn. Und wir sind, ja, immer noch im Lager der Eclipse. Und für die, die, dann müsste ich was anderes rauswerfen. Die letzten 20 Minuten quasi übersprungen haben, nochmal meine Theorie. Ich spiele ja immerhin blind. Und meine Theorie ist... Kann ich das nochmal wiederholen? Kriege ich das nochmal zusammen? Also, diese Kultisten der Eclipse haben alle einen Fokus. Und die alle hören eine Person, die ihnen die Instruktionen gibt. Soweit meine Theorie. Also ein Teil meiner Theorie. Und zwar hören die alle die Stimme von Hades. Und Hades ist sozusagen eine KI, die wieder die Kontrolle übernehmen möchte von Welt, vermutlich. Und, die Leute aus der von diesem Kult haben alle sozusagen Zugriff drauf und er findet bei denen Gehör und arbeiten sozusagen nach seinem Plan. Die Roboter sind mittlerweile so, ja, okay, haben sich sozusagen verselbstständigt, aber die KI, die damals halt sozusagen ihren Schwarm kontrolliert hat, existiert noch. Die eine zumindest, von den 11, 12 waren das, glaube ich. Und die gibt sozusagen Befehle. Das versucht die Eclipse umzusetzen. Und die Theorie dahinter ist, wer Aloy ist. Aloy ist ein Klon von dieser Doktorin, die wir in den letzten Folgen gesehen haben. Die sozusagen repliziert wurde von der sogenannten Allmutter, weil die den Ruf von Hades wahrgenommen hat. Die Allmutter ist sozusagen das Projekt Zero Dawn, welches dagegen spielt, gegen Hades. Und die Allmutter sozusagen glaubt, dass Hades nur auf die Art und Weise besiegt werden kann, wie er in der Vergangenheit besiegt wurde, und zwar durch das Projekt Zero Dawn, hat sie Aloy ins Leben gerufen und sozusagen auf die Nora losgelassen. Soweit die Theorie. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, aber bitte keine Spoiler. Aber die Theorie an sich finde ich doch plausibel. Ist die plausibel? Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. In derselben Realität. Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. In derselben Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten. Unwürdigen. Der Turm, der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt. Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen, die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Diese Prophezeiung ist nämlich genau das, was die KI sozusagen berechnet. Na, ich spinne mal meine Theorie weiter. Und die KI hat diesem Helis versprochen, dass er den Platz in Meridian bekommt, wenn er der KI hilft, sich wieder zu verstärken, sozusagen. That's my theory. Aber jetzt gucken wir mal, was sich hinter diesem Baum verbirgt. Sehr gut. Da oben ist irgendwas. Warnung! Irreguläre Übertragungsquelle in der Nähe. Okay, ich glaube, das ist der Punkt, wo der Langhals sich befindet. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das Genügend von dir ab. Okay. Das klingt schon echt Banane. Ich springe hier mal in die Fokussicht gelegentlich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich dann doch gegen den einen oder anderen Kultisten kämpfen muss. So, aha. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Ach, mir gefällt das nicht. Es fühlt sich
falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Okay. Also, ich sehe hier keine Menschenseele. Das finde ich gut. Hoch da, wir sind safe. Wuhu. Natürlich habe ich massive Bedenken jetzt dabei. Weil es muss ja einen Grund haben, warum die Dudes nicht da sind. Und das scheint hier wohl nicht der richtige Weg gewesen zu sein. Gibt es noch einen anderen? Hier hoch. Yep. Und ich glaube, die... Irgendwas überträgt dieser langen Hals. Und ich glaube, die haben schon rausgefunden, was. Das Ding wird sicherlich diese Roboter, also viele Roboter, beeinflussen. Aber gucken wir mal. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Okay, das ist jetzt echt ein bisschen dolle Kacke. Wir werden hier nämlich von zwei Todbringern. Miserabel angegriffen. Guter Witz. Glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Los, Beeilung! Da lang. Ja, ich laufe ja schon. Panik! Und tschüss. Fuck. Okay, das ist jetzt creepy, weil ich sehe sie nicht. Ich sehe nur Schüsse. Ich sehe Panik in mir. Doki Doki und so. Ja. Hoch da. Oh, soll das ein Witz sein? Okay, da sehen wir sie. Au! Ich bin... Ja, guter Witz. Da fahr! Los, Beeilung! Dann? Hier geht's lang. Okay. Ich muss mich echt hier massiv beeilen, vor allem richtig ausweichen ist hier nicht. Ich muss mit dem, gefühlt mit dem Schaden leben, den ich hier kassiere. Oh Mann. Wo? Ich kämpfe, lauf! Na, fuck it! Okay, da kommen noch mehr von denen. Hier lang. Schnell hier durch. Nicht nach links zum Lager. Wow. Verstanden. Da lang. Lass mich nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Die ganze Basis ist aber nicht. Schnell weg hier. Ja, ich hab's bemerkt. Renn weiter! Ja, ich hab's verstanden. Eklipse am anderen Ende. Hier bin ich auf dem Sack. Brücke in Sicht. Das ist der Ausgang. Und ab hier.
Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Okay. Wo auch immer. 16. Sonnenfall. Da waren wir doch schon. Nee, da waren wir noch nicht. Ich dachte, da waren wir schon. Warum waren wir da noch nicht? Aber wir waren zumindest schon mal in der Nähe. Ausgezeichnet. Dann würde ich mal sagen, machen wir es doch mal ganz einfach. Wir gehen erstmal zu dem Lagerfeuer. Dann spazieren wir hier diesen Langhals hoch. Und dann bewegen wir uns nach Sonnenfall. Ist das mal ein Deal? Ich glaube schon, oder? Ich finde, das klingt sehr solide. Hier sind wieder diese Vögelchen. Ich hasse diese Vögelchen. Aber egal. Wir müssen dahin. Aber zum Glück können wir hier nochmal ein kleines Päuschen einlegen mit einer wundervollen Ladesequenz. Ich möchte immer das Augenmerk auf diese wundervollen Ladesequenzen richten, weil sie sind unglaublich intuitiv gestaltet. Sie geben gelegentlich irgendwelche Hilfenachrichten und dieses Bild im Hintergrund, das ist immer sehr, sehr aufheiternd, sage ich mal. Das ist eine fröhliche Optik. Das klingt schon, also es sieht so nach Heimlichkeit aus, also so heimisch, herrlich. Hallo, Lagerfeuer. Ach Mensch, ja, das... Oh, nee. Wo bin ich denn hier? Keine Ahnung. Wir speichern hier aber erstmal ab. Schön, wie wir hier immer noch geduckt rumlaufen. Also. Erstmal, wie gesagt, Langhals. Langhalsorten. Aber wir waren hier wirklich schon mal. Das war, als wir auf dem Weg nach... als wir auf dem Weg hier hoch waren? Nee, da haben wir da gerastet. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Hier. Hier oben. Dunkle Knochen. Wir sind hier entlang gewandert, als wir mit Olin unterwegs waren. War das Olin? Ja, ich glaube, das war Olin. So. Sicherheitshalber ruhig mal ein bisschen Kraut zupfen. Wir haben nämlich ganz schön viel verloren. Darum lieber ein bisschen mehr davon als gar nichts. Und es wird wieder Tag. Ich mag es viel lieber, bei Tag durch die Gegend zu laufen. Es macht mir die gesamte Welt gleich viel, viel schöner, lieber, angenehmer. Und oh yeah, da drüben sind Freunde. Nicht. Aber vielleicht haben wir Glück und wir kommen dort rüber, ohne dass sie uns bemerken. Das wäre nämlich richtig lustig. Ausgezeichnet. Das ist lustig. Das ist gut. Das gefällt mir. Warum mir das gefällt, das zeige ich euch jetzt. Nanu, was ist da los? Der ist noch nicht nah genug. Gutes Licht.
Leuchten. Yeah! Fuck, zu früh losgelassen. Aber sie scheuen das Wasser, das ist schon mal ganz gut. Zu früh losgelassen. Ich wollte ihn eigentlich übernehmen. Was war das denn? So, dann übernehme ich dich. Tü-pü-tü. Die wollen mich heute irgendwie nicht. Die mögen mich heute nicht, die Viecher. Whee! Nee, die mögen mich ganz und gar nicht. Das ist... Ey, was wird... Was? Ah, fuck! Ich komme die ganze Zeit mit der L2-Taste gegen den Tisch. Und deswegen gehe ich immer in den Zoom. Aber das wollte ich gar nicht. Wäre jetzt schön, wenn die mir ein bisschen näher kommen, damit ich zumindest den einen dort noch übernehmen kann. Okay. Er hat zumindest schon mal einen Plan. Er glaubt, was gehört zu haben. Und ignoriert es. Sehr gut. Na komm. Na komm, Freund. Zukünftiger Freund. Entschuldigung. Muss ja ein bisschen... korrigieren an der Stelle. Und jetzt aber. So, er ist jetzt einer von uns. Mit den Bäumen geht es nicht weiter kümmern. Ich nehme mir meinen Stein wieder. Und meine heimlichen Kräuter. Und der da drüben denkt sich jetzt, alles ist gut. Ich hab hier Freunde. Und die Vögelchen da drüben denken sich so, ja, warum auch nicht. So, wollen wir hier ein bisschen... So, das ist jetzt lustig, weil er so, boah, was geht jetzt ab? Und ich so, ey, guck mal, hier bin ich. Und mein Freund denkt sich so, ja, kleinen Moment. Jetzt gibt's hier richtig Fressbrett. Passt auf. Und ab geht's. Yay! Ist das nicht ein herrliches Schauspiel? Whoops! Aber man kann das nicht nur mit einem machen, man kann es auch mit zwei machen. Die Sache endet hier. So. Zählte das jetzt als Monsterkill oder nicht so? Nö, irgendwie nicht so. Gut. Spaß gehabt. Auf zum Langhals. Wo geht denn das hier lang? Aha, ich muss hier so links an dem Ding vorbei. Da, wo die Sägezähne gerade eben noch auf mich gewartet haben. Ich schürf mir alles auf. Ja, dann kleide dich besser oder so. Stein. Danke. Wir haben jetzt genügend Steine dabei. Und wir können hier wieder
viele, viele Pflanzen sammeln. Die Frage ist natürlich, wo ist der Langhals? Und was für hässliche Viecher laufen wieder um ihn herum? Das ist ja eine richtig beschissene Situation hier. Da haben wir, was haben wir da? Plünderer. Okay, Plünderer sind jetzt nicht so die Gegner. Hat hier ein bisschen was vom Grand Canyon, finde ich. Könnte vielleicht auch mal der Grand Canyon gewesen sein. Vor Jahrhunderten. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Himmel wird heller. Es dämmert. Ja, noch freust du dich? Jetzt nicht mehr. Er rafft nicht, was los ist. Und wird einfach mal umgemöbelt. Die Plünderer sind wieder auf Beutezug. Ist das so? So, meine Güte. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas geskillt habe, womit ich mit meinem Bogen mehr Schaden mache. Ich weiß nur nicht was. Ist aber auch nicht schlimm. Es funktioniert. Irgendwie. Okay. Ich muss mal eben leider sehr spontan einen kleinen Cut machen. Also sehen wir uns gleich wieder, bald demnächst. Sorry.